Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Super Mario Odyssey. Wir haben uns jetzt als Koch gekleidet und jetzt können wir hier bestimmt reingehen. Hier kannst du nur rein, wenn du auf wie ein Koch aussiehst. Und hey, du hast die richtigen Klamotten an und die richtige Kopfbedeckung auf. Komm rein. Jetzt bin ich ja gespannt. Okay. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres als ein lauwarmes Feuer unter dem Topf. Dieser Topf köchelt ganz ordentlich vor sich hin, was super für die Entfaltung der verschiedenen Geschmacksnoten ist. Aber irgendwie, es könnte noch ein bisschen heißer unter dem Topf sein. Ich schaff's einfach nicht mehr, Feuer aus der Lava rauszuholen. Wie ärgerlich. Ja, das sollten wir hinkriegen mit den Hotheads. Denke ich mal irgendwie. Okay, das war eine wunderbare Idee, einfach reinzuspringen. Köcheln mit kleiner Flamme. Okay. Oh, das kann so noch nicht gewesen sein. Okay. Ah, ich verstehe, worum es geht. Ich verstehe, worum es geht. Hier von Tomate zu Tomate. Um hier rüber zu kommen. So, wunderbar. Dann. Aber. Ich verstehe. Das können wir gleich nochmal machen. Wir müssen dann hier in den großen Topf. Ja, ich muss. Wir machen es nochmal. Ganz klar. Leben. Wo kann ich mein Leben auffüllen? Wir kaufen uns jetzt hier einfach hier so ein Mega-Dingens. Die 50 Goldmünzen, die haben wir auch noch. Auch wenn man es ja rein theoretisch ja bei dem Mexikaner ja noch billiger kriegen könnte, ne? Für 10. Na egal. Gut, dann probieren wir es direkt nochmal. Einen Mond haben wir ja schon abgegriffen und müssen uns also mit den Tomaten über dann zu dem anderen Topf balancieren. Ach, sollte zu schaffen sein. Moment. Hier ist aber nichts. Gut, da oben. Da oben ist noch eine Tomate. Okay. So. Scheiße! Wow! Okay, jetzt habe ich das mit den Tomaten noch begriffen. Dass wir den eben auch, wenn wir am Anfang sind, haben wir ja auch ein paar Tomaten, ne? Haben wir gesehen. So, und hoppidihopp ins Wasserchen. Köcheln mit großer Flamme. Oh, dann gucken wir uns jetzt hier nochmal um. Da gibt es nur Coins, oder? Machen wir das. Nein, Mario, nein. Hier ist ein Riesenhaufen Obst. Okay. Ist da was? Scheint nicht so. Gut. Obwohl hier in dem Spiel kann man ja auch nicht so sagen, ne? Also scheint nicht so. Ist. Na, immer so? Fragezeichen. Okay. Grütze. Nee, Lava ist es ja nun.
Was haben wir denn da? Hier können wir noch ein paar... Farbtöpfe umschmeißen. Okay, das macht Spaß. So, haben wir noch was? Nee, Spiel beendet, alles durch. Nein, Quatsch. Spaß. Hier sind noch ein paar. Hier können wir doch bestimmt... Ah! Okay. Gut. Dann sollten wir uns jetzt mal langsam Richtung... Fleisch machen. Was ist denn hier überhaupt? Achso, hier waren wir auch schon. Jetzt haben wir wenigstens voll Energie. Da ist unsere Odyssee. Hier liegt wieder ein bisschen Geld. Ah, wir bräuchten... Nee, ich werde nochmal in den Lavasee gehen. Das unbedingt. Da hinten ist ein Mond. So. Denn... Da war ja noch so ein Durchgang, ne? Den werden wir mal checken. Okay. Dann kommen wir hier hin. Was auch immer wir hier wollen. Na, auf jeden Fall. Scheint eine Sackgasse zu sein. Scheint, sagt er. Scheint. Aber ich glaube, wir können... Nee, wir kommen da nicht hoch. Er sagt, es scheint eine Sackgasse zu sein. Ist es wirklich eine? Können wir hier nicht... Ne, wir können da nicht hoch, ne? Warum sagt er, es scheint eine Sackgasse zu sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich so ist. Oder doch? Ja gut, wenigstens haben wir noch ein paar Münzen abgegriffen. Ist ja mal auch nicht falsch. Dann werden wir uns mal zu dieser Tür da machen. Ne? Einfach so. Schwuppdiwupp. Okay, ist gar nicht so einfach. Ach so. Guti. Alles erstmal nur Nebenquests hier. Okay, das Schnipsen ist ja schon mal nicht so das Problem. Zack, zack, zack. Aha. Okay. So, okay. Ach du Scheiße. Hier geht's ab. Verkackt, 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 nicht verkackt. Alter Schwede. Sicherlich nicht alles. Ne, da ist nämlich noch einer. Okay, okay, das haben wir jetzt. Da können wir es nicht mehr retten. Kein Problem. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin.
Zap. Zap. Für Nem will ich den jetzt auch haben. Aha. Die hatten wir noch gar nicht, ne? So. Zack. Okidoki. So. Okay, wunderbar. Haben wir's. Sehr gut. Abstecher per Gabel. Ja, klingt logisch, ne? Gut. Immer diese Schnipsen. Und Schnipsi. Gut. Haben wir's. Haben wir's. Das waren wieder zwei Monde für uns. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Komme ich hier nicht mehr hoch? Schade. Das ist ja doof. Gut, dann müssen wir wohl... Das machst du so machen. Ah, nee. Vorhin hatten wir schon so viel Glück, dass wir es geschafft haben. Puh. Halt. Da oben ist noch was. Seht ihr? Da ist Mond. Cooking Mario, sage ich nur. Unser Cooking Mario. Na, 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 na. Okay, dann müssen wir halt einfach nur da oben in dem Bereich bleiben. Zack. Meine Güte, ist der Part schon wieder fast vorbei? Die Zeit vergeht hier wie im Fluge. Man glaubt's ja gar nicht. So. Nehmen wir. Oh. Okay, jetzt müssen wir hier irgendwie. Okay, so funktioniert das. Mich da drauf? Nee, ne? Doch, machst du. Ah, nee, knapp. Knapp, knapp, knapp. So, komm und rüber. Jawohl, jetzt haben wir's. Wundervoll. Aha, aha. Hammer, Bruder, for the win. Hammer, Bruder, for the win. Das kann ich auch. Ich schmeiß es. Ich schmeiß mich weg. Ich schmeiß jetzt hier mit Pfannen. Ich hau mich weg. Boah. Das ist hammermäßig. Das ist hammermäßig. Ja, es sind doch Hammerbrüder, ne? Nee, Pfannenbrüder. So. Was können wir hier machen? Kann das hier kaputt machen? Nee, hier müssen wir noch was erledigen. Okay, da könnten wir jetzt rauf. Da könnten wir jetzt zum Käse. Komm, das machen wir.
Also das Spiel ist wirklich voller Überraschung. Ah, Switchy. Okay, nice. Nice. Nicer. Und ich würde sagen, der ist für uns. So, ganz schnell hin. Bevor er verschwindet. Unter den Käsefelsen. Ja. Ach du Scheiße. Oi! Ach du Scheiße. Topf auf dem Vulkan, tauch ein! Ja, aber es ist ja noch nicht alles. Ich würde ganz gerne erstmal nochmal in die andere Richtung gehen, aber vorher erstmal den Checkpoint aktivieren. Fahrt zum Pökelplateau. Okay. Wir brauchen unbedingt das Fleisch da oben, um unseren Schlemmereintopf den letzten Pfiff zu verleihen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Vogel über dem Vulkan es sich schnappen wird. Du fragst dich, worin es mariniert ist? Ganz einfach, wir legen es in Salz ein, bevor wir es zum Gericht hinzufügen. Das verleiht dem Ganzen noch etwas mehr Pfiff. Köstlich. Ja, dann gucken wir uns doch hier mal ein bisschen. Kriegen wir das auch mit unserem Mützchen weg hier? Nee, natürlich nicht. Wir müssen ja echt mit dem Koopa hin. Oh. Der Koopa, der Koopa. Na gut, dann holen wir uns ein Koopa-Ding. Ist ja nicht das Ding, das. So. Hey, wie der läuft. So. Okay, aber ich würde sagen, bevor wir in diese Tür gehen, beenden wir den Part. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!